das Gebäude abgerissen werden soll. Und ein halbes Jahr vorher circa wurden noch Wasserleitungen erneuert, die Legionellenprüfung wurde durchgeführt und diese Kosten wurden den Mietern noch aufgebrummt. Achso, ja, ich muss erstmal noch die Auflagen, ja. Natürlich ist das eine angemeldete Versammlung, also keine Glasflaschen, keine Drogen, keine Waffen, kein Alkohol. Den Anweisungen der Ordner zu erkennen, an der Armbinde mit der Aufschrift Ordners Folge zu leisten. Ansonsten meine Anweisung und den Anweisungen der Polizei. Genau, er hat die Mieter gekündigt, hat im Prinzip den Gebäudeabriss angekündigt und dann die Kosten der Teilsanierung den Mietern noch aufgebrummt. Die haben Widerspruch dagegen eingelegt und er hat dann einfach die Kaution behalten nach dem Auszug, hat die Kosten der Sanierung dort mit der Kaution verrechnet. Also man kann mal Danke sagen an die ehemaligen Mieter, ihr habt hier einen großen Teil zur Sanierung des Gebäudes beigetragen. Die können natürlich nichts dafür. Ich würde denen auch raten, dort im Nachgang vielleicht noch zu klagen, denn der Gebäudeabriss findet ja hier offensichtlich nicht statt. Und hier ziehen jetzt laut aktuellem Kenntnisstand alleinreisende junge Männer ein. Es wurden viele, viele Betten geliefert. Die Küchen wurden ausgestattet. Und das ist so die typische Asylheimeinrichtung. Natürlich kann man auch sagen, vielleicht kommt hier auch eine Handwerkerunterkunft rein. Aber der Florian Zweig, ihm gehört auch das Eventwerk in Dresden. Und das ist aktuell als eine der größten Unterkünfte an die Stadt Dresden vermietet. Für 182 alleinreisende junge Männer aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Und die Männer, die hier die Betten geliefert und aufgebaut haben, haben auch bestätigt, dass der Auftraggeber für diese Einrichtung die Stadt Dresden ist. Also können wir daraus schlussfolgern, auch wenn diese Einrichtung offiziell noch bestritten wird, hier ziehen Flüchtlinge ein, egal wo die jetzt herkommen. Hier ist die völlig falsche Gegend, um eine solche Einrichtung aufzubauen. Und vor allen Dingen sind unsere Steuergelder nicht dafür gedacht, Menschen aus aller Herren Länder hier durchzufüttern. Deswegen gehen wir heute auf die Straße und wir hoffen natürlich, dass noch ein paar andere noch runterkommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben vor vielen, vielen Monaten in Spurbitz demonstriert und dort ist natürlich die Einrichtung auch an den Start gegangen. Dort sind auch 48 alleinreisende junge Männer, überwiegend Syrer, untergebracht. Und die Anwohner dort sagen, es ist nicht mehr schön. Man fühlt sich halt im Sommer, wenn man im Vorgarten mal im Badebassin ist oder wenn man sich vielleicht mal sonnt, man fühlt sich einfach nicht mehr wohl, man fühlt sich nicht mehr sicher. Die gefühlte Sicherheit sinkt und wenn man die polizeiliche Kriminalstatistik sieht, gerade für Dresden, dann ist auch die tatsächliche Sicherheit nicht mehr gewährleistet. Wir hatten es jetzt die Woche erst, eine 10-Jährige wurde von 2 Jugendlichen mit einem Messer bedroht, ihr wurde die Geldbörse geraubt. Wir haben 16-, 17-Jährige und auch 10-Jährige Mädels, die in der Bahn von Afghanen und Pakistanern die Woche jetzt sexuell belästigt wurden. Wir hatten neulich den Vorfall in Gorbitz, wo ein Mann kaltblütig am Vormittag, pünktlich zum Start der Ferien, wo viele Kinder mit ihren Eltern in der Straßenbahn saßen, er wurde dort abgeschlachtet, er ist in der Straßenbahn, man muss es sagen, verreckt. Es war eine riesen Blutlache. Und das sind Zustände, die wir entschlossen ablehnen müssen. Und dafür gibt es nun einerseits den zentralen Asylprotest in Dresden-Niedersedlitz. Jetzt sagen viele, Dresden-Niedersedlitz ist ja nie zentral. Das werden die Entscheidungsträger gar nicht mitkriegen, wenn dort demonstriert wird. Aber es ist zentral, denn es schließen sich Mitstreiter aus Pirna, aus Sebnitz, aus der Sächsischen Schweiz an. Es schließen sich Mitstreiter aus Dippoldiswalde, aus Freital an, aus Klotzsche. Die kommen natürlich dorthin. Und ich habe gesagt, wenn wir genügend Leute sind, dann werden wir die Stadt lahmlegen. Wir werden mit dem Demozug bis zum Rathaus laufen. Wir werden vielleicht auch zum Landtag laufen. Denn der Protest muss natürlich dorthin. Und dafür brauchen wir jeden. Wir brauchen jeden Mann, jede Frau auf der Straße, die mit dieser Politik unzufrieden ist. Und da geht es auch nicht nur um das Asylthema. Es geht im Prinzip um alles. Es geht um die Corona-Bevormundung.
Es geht, übrigens steht das wahrscheinlich wieder kurz bevor. Also es kann sein, dass im Herbst dann Demonstrationen wieder verboten sind, aber ich denke, davon lassen wir uns nicht mehr abschrecken. Es gibt genug aufgewachte Leute, die trotzdem auf die Straße gehen werden. Und ich zähle auf jeden, dass dann auch irgendwo ein Ort vereinbart wird, der auch ohne Anmeldung auf die Straße geht, wenn es verboten wird. Denn wir lassen uns nicht mehr einschränken, wir lassen uns nicht mehr unsere Freiheit nehmen. Und deswegen sind wir auf der Straße gegen die Bevormundung der Regierung, die uns immer wieder neue Themen und vor allen Dingen Anlässe beschert, damit wir unsere Freizeit hier auf der Straße sogar zum Sonntagmorgen verbringen müssen, anstatt wie andere vielleicht irgendwo gerade zu frühstücken oder mit der Familie was zu unternehmen. Ich danke euch erstmal, dass ihr heute alle da seid. Wir werden dann gleich einen Demonstrationszug starten, auch um die Anwohner hier im Umkreis noch zu informieren, was hier entstehen soll. Denn die Stadt, wie gesagt, streitet es aktuell ab. Aber es ist eindeutig, die Zimmer sind alle gleich, die Gardinen sind alle gleich. Es ist alles eingeräumt. Und ich denke, in den nächsten Wochen werden hier die Menschen einziehen. Es wird wahrscheinlich noch ein kleiner Wachschutzcontainer vorne hingestellt. Aber der Wachschutz, muss man ganz klar sagen, der ist nicht dafür da, um auf die Anwohner aufzupassen. Der Wachschutz ist dafür da, um diese Unterkunft zu schützen vor Bürgern, die vielleicht ja, wütend sind und vielleicht auch mal irgendwas machen. Na, es ist völlig verständlich, dass irgendwelche Unterkünfte angegriffen werden. Die Regierung entscheidet über den Kopf der Bürger hinweg und will dann eben dafür sorgen, dass unbequeme Menschen ja, in den Zeitungen als Nazis dargestellt werden. Dafür muss man feststellen, wenn ihr mal einer einen Farbbeutel an die Fassade schmeißt, wer das war. Und diese Menschen werden dann als rechtsextrem eingestuft. Die werden öffentlich durch die Presse, durch den Kakao gezogen, damit ja, man sich von denen abgrenzt. Aber die Zeit der Abgrenzung ist vorbei. Man muss froh sein, wenn Leute auf die Straße gehen. Und wie gesagt, danke, dass ihr heute alle da seid. Wir haben auch Flugblätter mit für den zentralen Asylprotest. Wer sich zum Schluss dann welche mitnehmen will, um die Anwohner zu informieren, in Niedersedlitz, der Protest muss wachsen, weil wir können uns ohne zu teilen, wir können nicht überall sein. Es können natürlich die Anwohner auch selber was organisieren, aber was man dann, ja, was die Presse dann aus einem macht, das kann man jeden Tag in der Zeitung lesen. Und es ist auch nicht jeder dafür gemacht, das alles abzuhalten und vielleicht an vorderster Front zu stehen. Wir halten zusammen, wir zeigen uns solidarisch mit den Anwohnern und wir haben noch ein paar Fahnen, wir haben auch einen Frontbanner, da wäre es gut, wenn das jemand tragen könnte, damit auch die Leute sehen, wofür und wogegen wir heute auf der Straße sind. Und ich sag mal, in 10 Minuten laufen wir dann los, ich mache noch ein Lied an und dann ja, tun wir das Fahrzeug vorne hinfahren und laufen gemeinsam für die Zukunft unserer Straße und gegen die Errichtung von Containerunterkünften und Asylheimen in Siedlungen. Steht Erkenntnis, dass sie alle verloren sind. Alle sie in heute begehen. Weil er schon längst beginnt. Liebe Anwohner, der Kleinscharwitzer Bürgerprotest ist heute auf der Straße gegen die Errichtung eines Asylheims, einer Asylunterkunft auf der Johannes-Brahms-Straße 34. Eingeräumt ist das Gebäude schon. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis hier auch alleinreisende junge Männer aus Syrien, Afghanistan und dem Irak einziehen. Und diese Entwicklung muss man sich entgegenstellen. Dresden hat bereits Unmengen an Asylbewerbern und Flüchtlingen aufgenommen. Und hier muss man jetzt sagen, es ist der völlig falsche Ort für die Errichtung einer solchen Unterkunft. Also kommt mit Wunder, begleitet den Demonstrationszug, geht für die Kinder und Enkelkinder mit auf die Straße. Wir sagen Nein zum Heim, Ja zur Heimat. Auf am Sonntag, wir lassen keine Ruhe mehr, wir geben nicht mehr nach. Und wir werden keine Asylunterkunft, kein Heim unbeantwortet lassen. Das Protest kommt auf die Straße, wir werden immer mehr. Schließt auch ihr euch an,
jetzt betätigt, wird er spätestens nächsten Mittwoch 18:15 Uhr. Girls.